Ja, ich bin von Beruf Journalist, kein Physiker, kein Techniker, kein Mathematiker. Ich beschäftige mich mehr mit Kriminalthemen im Beruf meistens. Ich arbeite für Antenne Bayern. Ich habe den NSU-Prozess für die Deutsche Presseagentur die kompletten 5 Jahre hindurch federführend geschrieben und andere vergleichbare Themen mehr. Beim NSU-Prozess und bei der Thematik, die da drumherum eine Rolle spielt, nämlich die im Grunde genommen traditionell neonazistische Hardcore-Szene, bin ich lustigerweise auch über das Thema Ökologie und das Thema Kernkraft gestolpert. Ich weiß nicht, ob ich so weit ausgreife, dass ich das auch noch beschreibe. Aber auch da spielt es eine Rolle, weil dieses Thema insgesamt wahnsinnig mystifiziert ist. Und das ist es auch in die Kreise meiner eigenen Kollegenschaft hinein oder auch in die Kreise derjenigen, über die wir viel berichten, nämlich über Politiker. Es ist ja nicht so, dass die nicht zur Kenntnis nehmen, was momentan an politischen Forderungen zum Thema Klima und Energiepolitik auf dem Markt ist. Das sind nämlich folgende. Und wir sehen es, in 3 Wochen sind Bundestagswahl. Wir kennen die Themen ja alle. Klimawandel ist momentan im Bewusstsein der deutschen Wähler das wichtigste Thema überhaupt. Umfrage von vorgestern, ich glaube ARD-Deutschland-Studie. Gleichzeitig sprechen wir über die Abschaltung von Atomkraft bis Ende des kommenden Jahres, aber ebenfalls gleichzeitig über die Fertigstellung der Nord Stream 2 Pipeline und also einer neuen fossilen Energiequelle, die wir in Deutschland installieren wollen. Wenn also der Klimawandel Priorität Nummer 1 sein soll, dann können das jedenfalls keine Entscheidungen und Konsequenzen sein, die diesem Ziel irgendwie dienen. Es ist mir an der Stelle übrigens auch egal, wie dringend ernsthaft der Klimawandel wirklich ist. Ich denke, da ist was dran. Aber mir geht es um die innere Logik der Argumentation der Parteien, die sich allesamt jetzt bewerben und eben mehr oder weniger alle an dieser Stelle dasselbe sagen. Priorität Nummer 1 ist das Klima, aber wir schalten Atomkraft ab und installieren neue fossile Energiequellen. Und die Kohle lassen wir noch ein bisschen weiter brennen, länger als die Atomkraft. Auch das kann mit dem Prioritätsziel Nummer 1, also mit der Kernkraft, irgendwie nicht übereinstimmen. Und dieser Widerspruch, den empfinde ich als so unerträglich und eigentlich unüberbrückbar, auch gedanklich, intellektuell nicht mehr tragbar, dass ich schon vor langer Zeit angefangen habe, mich eben auch für die Diskussion zu interessieren, die aus dem offiziellen Betrieb, auch aus dem offiziellen Medienbetrieb schon lange raus ist, auch bei meinen Kollegen raus ist, wo ich eigentlich mit Atomkraft brauche ich gar nicht zu kommen, was genau was passiert. Das will einfach keiner bringen, weil sie dann alle sagen, das ist jetzt uns zu weitläufig, das will keiner hören, etc., etc., etc. Also es kommt einfach nicht durch, das ist einfach so. Aber ich bin dann über Twitter auf die Nuklearia-Leute gestoßen, zuerst auf den Rainer Klute und dann auch auf andere. Wir haben uns über die letzten Monate immer wieder mal Bälle zugeworfen. Ich habe festgestellt, dass wir weltanschaulich zum Teil völlig unterschiedlich ticken. Es gibt einige, die sind durchaus eher linke, ehemalige oder noch grün denkende Leute, die eben einfach mit Atomkraft eine andere Meinung haben, als sie zum Teil früher gehabt haben. Oder eher bürgerliche, konservativere Leute. Ich zähle mich selber auch dazu. Ich bin Mitglied der CSU. Ich muss Ihnen aber auch sagen, ich werde sie nicht wählen. Und die Atomkraft und Klimapolitik ist der Hauptgrund dafür. Ich empfinde diesen Widerspruch als so krass, dass ich sage, das geht einfach nicht. Und ich versuche das auch inzwischen bei mir im Ortsverband in Bad Aibling, wo mein Heimatortsverband ist, in die Debatten mit reinzubringen. Also wir werden jetzt den Vorstand demnächst neu aufstellen. Und ich komme jetzt in den Vorstand im Ortsverband auch mit rein. Jetzt ist Atomkraft nicht unbedingt ein Thema für den Ortsverband, aber Klima ist es auf jeden Fall. Über Klima wird natürlich auch in der Stadt Bad Aibling geredet. Es gibt einen Klimabeauftragten, es gibt eine Klimaverträglichkeitsprüfung für jedes und alles. Aber ausgerechnet der größte CO2-Ausstoßfaktor, den wir überhaupt haben, nämlich die Energieproduktion, den packt keiner an. Dafür Lastenfahrräder oder ein Baum mehr gepflanzt im Kurpark etc. pp., was noch nicht einmal ein Müh dessen bringt, was es bräuchte, um zum Thema Klimawandel irgendetwas beizutragen. Also diese pure Symbolik, die damit verbunden ist, abseits von jeglicher Realität und technischer Realität, die treibt einen ja langsam wirklich um.
Und das bringt mich auf den nächsten Punkt. Atomkraft oder Energiegewinnung generell ist ja nicht primär ein politisches Thema, sondern es ist primär ein technisches Thema, ein Ingenieursthema oder ein Wissenschaftsthema. Aber dieses Thema ist so komplett im politischen Raum ein Eigenthema geworden, dass es komplett abstrahiert ist von der Realität. Und das haben wir gesehen, als die Entscheidung gefallen ist, komplett aus der Atomkraft auszusteigen Ende des kommenden Jahres. Das ist eine Entscheidung, die die Bundeskanzlerin getroffen hat. Man kann es jetzt übrigens auch nachlesen im Buch Machtverfall von Robin Alexander. Das ist der politische Chefkorrespondent der Welt, der sehr gute Hintergrundinformationen auch für sein erstes Buch schon hat und jetzt für das zweite wieder. Da hat er auch diesen Prozess beschrieben, wie Angela Merkel das gemacht hat und was dabei ihre Gedanken waren. Ihre Gedanken waren nicht Energiesicherheit, Klimawandel, nichts dergleichen. Ihre Gedanken waren, wie kann ich politisches Kapital gewinnen? Und das politische Kapital, auf das sie gezielt hat, war den Grünen ihr Kernargument, ihr Kerngegenargument gegen die CDU zu nehmen. Indem sie also gesagt hat, wir steigen jetzt beschleunigt und sofort komplett aus der Atomkraft aus, hatten die Grünen bei der CDU nichts mehr anzugreifen. Das war ihr Kalkül und das war das einzige Kalkül, das sie dabei hatte. Alles andere spielte keine Rolle. Und so ist eben diese Widersprüchlichkeit noch größer geworden, die ja davor auch schon zu spüren gewesen ist. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da muss man womöglich einfach dann nochmal die Seiten wechseln und selber aktiv werden. Man muss das vielleicht, weil die Argumente sind ja eindeutig auf unserer Seite, sage ich jetzt einmal. Man muss aber vielleicht auch rausgehen aus den kleinen Zirkeln, wo man unter sich ist. Das, was wir in Augsburg gemacht haben gerade eben, das war super, die Aktionen überhaupt vor den Standorten der letzten 6 Atomkraftwerke in Deutschland zu demonstrieren, war absolut sinnvoll. Vielleicht muss man noch ein bisschen größer werden, vielleicht muss man auch noch ein bisschen frecher werden. Vielleicht kann man sich an Aktivismus was abschauen, an, sagen wir mal, Fridays for Future, die eine komplett irrationale Position einnehmen, aber eben von der Bundeskanzlerin empfangen werden. Einfach, weil Frechheit offensichtlich siegt. Vielleicht ist da einfach noch mehr notwendig. Und das wäre meine Botschaft, die ich einfach jetzt hier hinterlassen möchte. Lasst euch nicht entmutigen, dadurch, dass hier nur sehr wenige Leute sind, sondern tragt es weiter. Und lasst uns zusammen vielleicht auch überlegen, dass wir an Orte gehen, wo es ein bisschen mehr wehtut und wo man etwas deutlicher wahrgenommen wird. Danke.